Liebe Videofreunde, Petri Heil und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Video hier beim Angler auf dem Kanal und herzlichen Glückwunsch zum zweiten Teil meiner Sammlungs-Overview von den kleinen Hardboxen. Ja, und vielen Dank für das Feedback von dem ersten Teil meiner kleinen Hardboxen, als auch für die drei Teile der großen Hardboxen und allgemein für das Feedback der ganzen Blu-ray-Overview. Ich habe inzwischen auch mal eine kleine Playlist erstellt auf meinem Kanal, dass ihr da besser vielleicht zurechtfindet, wenn ihr euch das alles so nach und nach mal anschauen würdet. Macht das auf jeden Fall mal. Und mich freut das auf jeden Fall, wenn es euch gefällt, dann macht die Sache doch automatisch gerade ein bisschen mehr Spaß. Das ist natürlich immer so die Wand, die ihr ganz weit im Hintergrund seht, wenn ich auf meiner roten Therapie-Couch sitze. Und viele Leute haben schon gesagt, Patrick, zeig doch mal das Regal. Zeig doch mal, was du so im Einzelnen so da drin stehen hast. Machen wir jetzt. Ich meine, die großen Hardboxen haben wir schon. Jetzt kommen die kleinen Hardboxen. Und dann irgendwann geht es auch dann an die Steelbooks. Das werden ein paar mehr Teile. Und dann auch die Mediabooks. Als auch vielleicht die Collectors Editionen oder die ganzen Boxsets. Ich habe ja noch ein paar Fernsehserien oder Komplettboxen. Vielleicht mache ich davon auch mal eine Overview. Da hat sich ziemlich auch einiges getan. Bitte auch noch überlegen. Weiß ich schon nicht. Auf jeden Fall nicht so viel Schwätze. Wir fangen einfach mal direkt an. Auch hier geht es wieder, es sind viele Filme dabei, die ich entweder nicht gesehen habe, ich nichts dazu sagen kann, die ich mir einfach nur gekauft habe, weil sie mir empfohlen worden sind oder weil ich das Cover toll fand. Bei den Hardboxen habe ich mich selbst immer wieder erwischt, wie ich zu einem Verpackungssammler wurde und nicht zu einem Filmsammler. Aber auch viele Filme in der Sammlung, ich merke selbst, für mich diese Overview tut eigentlich richtig gut, so sieht man doch tatsächlich, wie viele Filme man doch doppelt und dreifach in der Sammlung hat. Godzilla-Filme ausgeschlossen. Sage ich immer wieder, Godzilla mache ich eine Ausnahme, da will ich wirklich alles so sammeln, was es zu sammeln gibt. Aber in allgemein hier den Filmen, werde ich gleich nochmal so im Einzelnen drauf eingehen. Da sind viele Filme, die können einfach weg. Ich habe die mittlerweile abgegradet als Blu-ray in der Keepcase-Variante, reicht mir. Aber auch viele Filme habe ich ein zweites oder ein drittes Mal im Mediabook oder im Steelbook. Ne? Dann werden wahrscheinlich demnächst viele Filme aussortiert werden. Ich mache wahrscheinlich auch mal ein Verkaufsvideo oder vielleicht auch zwei oder drei, wo ich dann sage, nee, Leute, ich muss mich verkleinern von der Sammlung her, weil es wird ja nicht weniger. Allein das mit dem Masters nimmt sehr, sehr viel Platz ein. Ich brauche einfach den Platz. Ich brauche den Platz und deshalb werde ich wahrscheinlich sehr, sehr stark aussortieren, definitiv. So, genug dumm Zeug geschwätzt. Wir gehen jetzt einfach mal hier die Fächer durch. Die ersten zwei Fächer haben wir schon. Das war die Anolis Godzilla-Geschichte oder die CMV Trash Collection. So, und jetzt greifen wir einfach mal rein. Und ihr seht ja, hier ist eigentlich wäre noch Platz. Ne? Ja, gut. Kleine Hardboxen, wie letztes Mal schon erwähnt, sortiere ich nach Label. Nicht nach Alphabet oder nach Genre, einfach nur nach Label, weil ich mag das einfach, wenn alles so in der Reihe steht. So, ja, dieses Einheitliche, das gefällt mir einfach. So, hier haben wir nochmal einen Teil von der Trash Collection. Devil's Story. Das war ein Geschenk von Gimli, von unserem Sascha aus dem Discord. Sascha, es grüße dich. Ich habe immer noch nicht reingeschaut, tatsächlich, aber ein mega Artwork. Guckt es euch an. Es macht Spaß. Er selbst hat den Film schon gesehen. Er sagte, Patrick ist ein mega Artwork, aber der Film ist der letzte Dreck. Mach damit, was du willst. Ich habe selbst noch nicht angeschaut. Tatsächlich. So, und jetzt kommen so jede Menge Kultklassiker, die ich eigentlich bereits schon abgegradet habe. Gerade alles so, was aus dieser Schiene von CMV kam, weil das haben die ja schon ganz gut gemacht. Die kleinen Hardboxen immer schön einheitlich, wenn die so alle so im Regal stehen. Das war schon, das hatte schon immer richtig Charme. Aber ja, auch diese ganzen Filme muss man nicht unbedingt doppelt und dreifach in der Sammlung haben. Ich meine, die Artworks, ihr seht es ja selbst, das ist absolut große Klasse. Richtig schön, das macht einfach Spaß. Das macht einfach Spaß und wenn ich im Verkaufsvideo starte und das ganze Zeug hier abstoße, ist es wirklich schweren Herzens, weil ich muss mich jetzt im Film, was ist mir wichtiger, eine tolle Verpackung oder der Film? Ne? Ich meine, besser als ein Blu-ray geht nicht mehr bei dem Film. Ne? Also, ne? Bin noch ein bisschen zwiegespalten, ne? Aber es wird so darauf hinauslaufen, da ich einfach den Platz brauche,
wird es demnächst ein Verkaufsvideo geben. Bordello auf Blatt. Ja, ganz klarer Fall, hat man mittlerweile schon auf Blu-ray. So, dann Ritter der Dämonen, der zweite Teil der von der Geschichten aus der Gruft, der es ins Kino geschafft hat. Auch diesen Film, Moment, wo haben wir ihn? Ja, hat man mittlerweile auch schon im Steelbook. Und ich denke mal, der wird wahrscheinlich dann die kleine Hardbox weichen dürfen. Ne? So, da hätten wir schon mal die ersten zwei Titel, die weg könnten im Prinzip. So, Kindermädchen hat man natürlich auch schon andersweitig. Absolut der Kultfilm, wer den noch nicht kennt, definitiv anschauen. Dieser Film ist aus der Epoche, wo man noch wusste, wie vernünftig Horrorfilme gemacht wurden. Wirklich grenzgenial, das Kindermädchen. Richtig, richtig, richtig geil. Unbedingt nachholen, wer den noch nicht kennt. Besorgt euch den. Besorgt euch den. Auch hier so ein Creature-Feature. Ich weiß nicht, wie lange ich diese kleine Hardbox schon in der Sammlung habe. Und dann irgendwann gab es eine Neuauflage und viele haben dann getan, oh, was für ein toller neuer alter Film. Ja, alter Hut. Macht aber richtig Spaß. Ist ein richtig geiler ja, Creature-Feature-Film. Gab es auch schon in dieser CCC Classic Cult Collection. Gab es den auch auf Blu-ray schon überall für einen kleinen Taler. Ne? Könnte im Prinzip auch die kleine Hardbox weichen. So, und so zieht sich das durch die CMV-Geschichte komplett durch. Ja, Class of 1999 oder die Klasse von 1999. Mega-Film hat man mittlerweile auch schon auf Blu-ray. Sowohl auch als Keepcase-Variante, auch die, das Mediabook hat man auch mittlerweile in der Sammlung. Und ich denke mal, da wird die kleine Hardbox schweren Herzens dann auch gehen müssen. Und guckt es euch an, dieses mega geile Artwork. Wirklich Hammer. Oder ich schmeiß die Keepcase weg und drücke hier das die Dings rein, die Blu-ray. Ich weiß es nicht. Ne? So, dann haben wir hier Mondo Cannibale, der erste Teil. Ja, den habe ich gar nicht abgegradet. Werde ich wahrscheinlich auch nie tun. Puppet Master. Ja, bei meiner ersten OFDB-Bestellung habe ich euch erzählt, wie ich meinen ersten realen Kontakt mit den Hardboxen hatte. Bestellung bei OFDB, da kam der unglaublich schmelzende Mann. Planet Saturn lässt schön grüßen. Slugs und auch die Puppet Master. Die ersten drei Teile in der kleinen Hardbox, auch mit einem richtig tollen Artwork. Zu den Filmen, denke ich mal, brauche ich nichts zu sagen. Teil 1, 2, 3, super. Und alles, was danach kam, war einfach, ja, war Gulasch. Ja, ja, Puppet Master, der zweite Teil, der hat auch richtig Spaß gemacht. Prima. Ich weiß gar nicht, wie der mittlerweile eingestuft wurde. Hier hinten steht noch drauf, juristisch geprüft, strafrechtlich unbedenklich. Ja, ja. Dann hier der dritte Teil, Toulons Rache. Ich glaube, das war sogar das Covermotiv, was auf einer VHS-Kassette drauf war. Auch mega cool. Ich mag die Filme einfach. Gerade hier die Teil 1, 2, 3. Ja, mega. Mega, 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 mega. So, dann haben wir hier Hell Night. Zu dem Film kann ich gerade nicht zu sagen. Ja, keine Ahnung. So, und dann haben wir hier Mark 13 Hardware. Ein sensationeller Endzeit-Horror-Science-Fiction-Film. Sondersgleichen. Also mega. Der macht auf jeden Fall Spaß. Wer den noch nicht gesehen hat, unbedingt nachholen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es den schon auf Blu-ray gibt. Wenn ja, muss ich mit den auf jeden Fall mal upgraden. Ne? Der war richtig gut. So, und dann die letzte CMV vor dem Morgengrauen oder vor Morgengrauen, vor wie vor Morgengrauen. Auch noch nicht gesehen. Irgend so ein Slasher im Wald. Keine Ahnung. So, dann hier für mich einer der schlechtesten, mit Abstand der schlechtesten Godzilla-Filme. Dafür habe ich ihn aber in der kleinen Hardbox, den Film, oh, ich habe den mal gesehen und seit ich eine Sammlung habe, nie wieder. Ja, also wurde mir geschenkt, glaube ich, der wurde mir geschenkt vom Cinema 8 Film Review, vom Thorsten. Wie gesagt, wer den Film kennt, weiß, von was ich schwätze. Dieser Film besteht wirklich nur aus Ausschnitten aus anderer Filme und allgemein die Story, alles, dieser Film ist einfach bah. Bah, aber wird wahrscheinlich immer in der Sammlung bleiben. So, dann Night Vision, ein Film mit Fred Williamson und Cynthia Rothrock. Die zwei jagen einen Serienkiller, glaube ich mich dran zu erinnern. Hatte ich mir mal gekauft auf der Filmbörse. Ich hatte richtig gesucht nach dem Film, weil ich ihn unbedingt sehen wollte, wegen Cynthia Rothrock. So, gekauft, ins Regal gestellt und immer noch verpackt.
Ja. So, jetzt geht's zu den XT-Video. XT-Video, kleine Hardboxen. Oh, da ist auch viel, viel Zeug dabei, was eigentlich weg könnte. Two Evil Eyes, zwei Kurzgeschichten, einmal von Dario Argento oder George Romero. Ja, wurde mir wärmstens schon mehrfach empfohlen vom Olli. Das sagt auf jeden Fall, guck mal da rein, der ist richtig gut. Und ja, siehst Olli, der ist immer noch original verpackt. Der Olli empfiehlt mir so viele Filme. Genauso wie diesen hier, das hat er, muss unbedingt gucken, das ist ein sehr ernster und sehr brutaler Giallo von Argento. Ja, werde ich auf jeden Fall mal gucken. Werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Ich habe ja Zeit. Ich muss ja auch irgendwann mal da reingucken, um zu entscheiden, kann das in der Sammlung bleiben oder nicht. Weil, wie gesagt, ich habe es ja eben schon erwähnt, es ist einfach zu viel. Es ist einfach zu viel und ja, vielleicht finde ich jemanden, der sagt, komm, ich nehme die ganzen Hardboxen, ich nehme sie alle, dann, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ja. Dann hier Cannibal Man, auch mal zugelegt. Auch mal auf einer Börse mitgenommen, immer noch nicht reingeschaut. Es soll so ein bisschen Musical-behaftet sein. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, oder? Cannibal Man, ist das richtig, was ich hier sage? War das nicht da irgendwie mit Musikeinlagen? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe noch nicht reingeguckt. Oder da gibt es Cannibals im Musical. Kann es sein, dass ich das irgendwie verwechsel? Keine Ahnung. Dann die Weiße Göttin der Kannibalen, das war auch so ein Film, wo ich froh war, wie er Ende zu Ende war, weil das ist absolut echt eine Gurke vor dem Herrn. Genauso wie das hier, Black Emmanuel und die letzten Kannibalen, Cover wunderschön gezeichnet, alles prima, macht richtig Spaß, aber der Film... Jungfrau unter der Kannibalen, das ist der schlimmste von allen, also der ist sehr schwer zu ertragen, da war ich auch froh, wie der fertig war. Ich glaube, ich habe bei keinem Film so viel gespult und mit dem Handy gespielt wie mit dem, wie bei dem Film da, grauenvoll. Mondo Kannibale, der zweite Teil, der Vogelmensch, auch so eine richtige Gurke von Film, aber ja, und dann noch nicht mal ein schönes Artwork, einfach nur so ein Foto und lebendige Fressen. Auch nicht wirklich The Yellow from the Egg, aber naja, gut. Dann haben wir noch Cannibal Ferox und Cannibal Holocaust, nackt, gehackt und angekackt. Nee, Quatsch, das ist was anderes. Ja, in einem der Filmen ist auch sogar ein bisschen Tiersnuff vorhanden. Ich meine, die zeigen einfach nur aus dem realen Leben der Eingeborenen, das ist ihr tägliches Brot, was sie machen, hat aber trotzdem eigentlich in so einem Film nichts zu suchen. Dann eher in irgendeiner Dokumentation. Kennt ihr noch Unterwegs mit Malcolm Douglas? Der hat ja nichts anderes gemacht. Der ist mit seinem Auto durch das Outback von Australien gefahren und hat alles, was er da gefangen hat, hat er da Lagerfeuer ab auf die Glut geschmissen und gefressen. Ob es Kängurus waren, ob es irgendwelche seltene Vögel waren, ob es jetzt Krokodile waren, Schlangen, egal. Alles, was der gefunden hat in der Prärie im Outback von Australien, hat er alles sich zack, geschossen, harponiert, gefeilbogen, keine Ahnung, hat ein Feuer gemacht, einfach auf die Glut geschmissen, damit die Haare wegflämsen und hat alles gefressen. Unterwegs mit Malcolm Douglas, eine großartige Dokumentation. Der macht nichts anderes wie das, was hier in dem Film gezeigt wird. Nur, dass er die Tiere vorher richtig betäubt hat, bevor der die kaputt gemacht hat. Unterwegs mit Malcolm Douglas. Ja, aber trotzdem, diese ganzen Tiersachen haben in diesen Filmen nichts zu suchen. Das hätte man sich eigentlich sparen können. Ne? Ja. Aber mit Abstand einer der besten handwerklichen Kannibalenfilme. Also vom Handwerk her sind es definitiv die besten. Muss man ganz ehrlich sagen. Man kann jetzt von den Kannibalenfilmen halten, was man will. Bin jetzt auch nicht so der Fan davon. Aber ich sage immer wieder, vom Handwerk her waren es die besten. So, dann hier ein Film. Muttertag, auch ein absoluter Klassiker. Ne? Kann man nicht anders sagen. Oder hier Phantasm. Eigentlich auch total überflüssig in der Sammlung, die kleine Hardbox, aber mit einem mega geilem Artwork. Ich liebe dieses Motiv, das war auch damals auf der VHS-Kassette drauf. Ich liebe es, ich liebe es und deshalb ist diese kleine Hardbox noch in der Sammlung. Mittlerweile hat man den Film, ich habe ja sogar diese Mediabox, selbst diese, komm doch her, du Feigling. Die Mediabox habe ich alle in der Sammlung von Phantasm bis auf den fünften Teil. Der fünfte Teil ist für mich Schmutz, der gehört nicht dazu, der hat mir absolut nicht gefallen. Also eigentlich total unnutz in der Sammlung, steht nur da rum und frisst Staub und nimmt Platz weg. Ne? Wenn ich alles zusammenzähle, was hier aus der Sammlung mittlerweile raus könnte, was ich doppelt und dreifach habe oder mir nicht gefällt, also dann hätte ich Platz. Dann hätte ich ja noch Platz für ein paar Masters-Figuren.
oder für neue Filme, man weiß es nicht. Mittlerweile habe ich ja sogar viele Filme oben auf DVD in einem separaten Raum oder auch viele Sachen, die mittlerweile eingetütet, in Kartons verpackt ist auf dem Dachboden. Ne? Sogar viele Figuren, viele filmbezogene Figuren von NECA, schade eigentlich, Walking Dead Figuren und auch Masters Figuren, die einfach, wo ich keinen Platz hierfür habe. Hier haben wir den Familienratgeber, der erste Teil. Beide Teile könnt ihr übrigens komplett anschauen auf YouTube, falls sie noch verfügbar sind. Zu den Filmen selbst, ja, das ist schon eine ziemlich eklige Angelegenheit, aber auch ein bisschen mit Humor. Ich meine, Olaf Ittenbach, der macht das schon gut, Er nimmt sich selbst und diesen Film überhaupt nicht ernst. Das ist der einzigste Grund, warum ich ab und zu mal da reingucke. Eigentlich, wenn du so willst, ist das kranker Mist. Aber auch irgendwo ein bisschen lustig. Ne? So zwiegespalten. Muss man das unbedingt haben? Dann haben wir hier Night of the Dead. Jetzt geht's los mit den Red Edition Reloaded. Ne? Sind ja auch so manche tolle Filme dabei, wie zum Beispiel jetzt Running Man. Muss man das unbedingt in der Sammlung haben? Ja, aber da sind wir wieder bei dem Thema. Habe ich das Steelbook von und dann kann eigentlich das hier weichen. Warum habe ich mir, das habe ich mir damals ganz gezielt mitgenommen, weil ich gedacht habe, ach, das ist cool, das ist eine kleine Hardbox, habe ich nicht viel bezahlt für. Und ich musste auch feststellen, auf einer Börse, ich weiß nicht mal, auf welcher Börse war, da war ein Händler, der eine ganze Kiste voll von diesen Hardboxen gehabt, diese Red Edition Reloaded. Alter, der wollte richtig Knete haben. Unter 20 Euro war stellenweise nichts zu machen. Selbst hier so ein Running Man von Arnold Schwarzenegger war für richtig dick Knete, lag das da. Da waren stellenweise kleine Hardboxen, da wollte der teilweise bis zu 30, 40 Euro für haben. Da war ich doch sehr, sehr überrascht. Und ich habe den, glaube ich, für keine 10 Euro geschossen. Also da hatte ich Glück. Dann haben wir hier noch einen kleinen Kultfilm, When Alice Broke von Miro. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ne? Ja, so, und jetzt kommen wir zu einem der Erstwerke von Peter Jackson, Meet the Feebles. Den Film habe ich ja letztens ein bisschen erklärt, worum es geht, bei meinen perversesten und ekligsten Filmen aus meiner Sammlung. Kleiner Hase infiziert sich bei einer Nilpferdnutte mit dem irgend so einem Virus und man muss diesen Film einfach mögen. Er macht schon Spaß. Hammer. So, dann haben wir hier X-Tro, der erste Teil. Auch ein kleiner Klassiker, ein Kultfilm unter Horror Science Fiction. Aber wie ich ihn das erste Mal so gesehen habe, ich habe immer nur gehört von dem Film, war ich doch so ein bisschen enttäuscht. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Naja, was willst du machen? So, und dann haben wir den zweiten Teil mit dem, Jan Michael Vincent. Ihr kennt den alle aus Airwolf, aus der Serie. Der spielt da mit. Der Film ist zu vergleichen, so eine Mischung aus Alien 1 und 2. So ungefähr kann man den vergleichen. Eher so Alien 2. Creature, Feature, Science Fiction, Horror, aber der war ganz gut. Der hat mir richtig gut gefallen. Den kannte ich sogar noch aus der VHS-Zeit. Das war's mit kleinen Hardboxen, der zweite Teil. Und ja, im nächsten Teil geht's dann weiter mit dem Rest. Gut, auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinschalten. Und bis zum nächsten Mal. Euer Filmangler, Horrido. Das ganze Gehirn weggelutscht. Wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel. Der Teufel verändert dich. Ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Wenn sich deine Schulter bewegt, dann sehe ich das. Ich komme wieder. Sardine? Ihr Bier, jede Schweinebacke. Zu kämpfen.
kämpfen mit dem Feind, ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen an dem Geschrei der Weiber.